Nachdem ich die letzten großen Wegstücke ja schon hinter mich gebracht hatte, fehlte jetzt nur noch das letzte kleine Stück, 10 Kilometer nach Santiago de Compostela. Ich hatte auf meinem Weg meine kleinen besonderen Momente schon längst gehabt und hatte ein wenig Respekt davor, dass ich auf dem kleinen letzten Teilstück nach Santiago de Compostela etwas von diesem Spirit verlieren würde. Und in der Tat traf Spiritualität irgendwie auf Kommerz. Ein komisches Gefühl. Nach langem Warten in der Schlange war ich dran und habe meine Urkunde bekommen. Sozusagen der Meisterbrief meines Weges. Ein Stück Papier, was nahtlos in einen der schönsten Momente meines Lebens mündete.